Moin Mädels, moin Jungs, herzliches neues Dingsbums hier. Ja, was haben wir heute? 7.1. oder was? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt gesehen, diese Woche kam schon ein Video und jetzt kommt schon wieder ein Video. Was ist da denn los, sag mal? Folgendes, wir haben natürlich mit dem Jahreswechsel neue Pläne, neue Ziele, vor allem wieder ein bisschen Veränderungen vor der Tür. Und das Ganze wollte ich in diesem Video einfach mal kompakt verpacken. So wie bisher. Warte, dramatisches. Leute, ich kann so nicht weitermachen. Am besten noch eine krasse Explosion. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht bemerkt, wenn ihr mich regelmäßig verfolgt, dass ich sehr viel livestreame. Und das ist tatsächlich so über die letzten Jahre zu meiner großen Leidenschaft geworden. Denn der Live-Content ist nochmal was anderes als jetzt hier auf YouTube. Und das machen ja mittlerweile viele so, dass sie einfach ihren Live-Content dann auf YouTube verwerten. Und ich habe das bisher nicht so gemacht. Ich habe mich dann ein bisschen mehr an Max orientiert, an Sterzig orientiert, bin dediziert für ein YouTube-Video, immer alles aufgenommen haben. Und dann wusste ich auch immer nicht so ganz, okay, wann mache ich was? Das hat sich jetzt über die letzten Jahre, ich glaube, 20.000 Mal verändert, weil ich dann immer hier so ein cooles Paint-Video gemacht habe. Also ich habe dann hier Paint aufgemacht und habe ich euch immer gezeigt, was ich dann jetzt so plane. Wann welche Videos kommen, wann welche Streams kommen, etc. pp. Und irgendwie hat das nie lange gehalten und das hat mich auch selber ultra frustriert. Und vielleicht einige von euch auch, wer weiß das schon. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute mal, wie dieses Jahr 2024 für mich aussieht. Scheiße, ich glaube, das ist jetzt alles in meinem Kaffee. Apollo, Digga. Hey, jedenfalls machen es ja mittlerweile viele Creator und Creatorinnen so, dass sie ihren Live-Content einfach auf YouTube weiterverwerten und das Ganze eigentlich nur streamen. Ja, da gibt es ja die ganz großen Fische, na, sag ich jetzt mal ein Trimax oder was oder wie oder was. Unterschätzt das mal nicht hier. Auch im Norden ist mal Flammkuchen. Unge, Montana Black, wie sie alle heißen. Also im Endeffekt ist es ja so, es wird gestreamt, das wird dann nochmal als Video verpackt und ihr bekommt dann die Highlights sozusagen auf YouTube, je nachdem, was man da gerade macht. Und ich werde mir jetzt eure Vorteile dazu einmal zu Gemüt führen und damit die große Ankündigung. Warte, ich muss hier meine Stimme ändern. Ich werde Vollzeit-Streamer. Kann man dabei sein? Jetzt mal hier. Auf geht's! Ja gut, das war die Scheiße. Und dazu natürlich traditionell. Warum macht man einen Slash? twitch.tv/Kalle. Wenn du traurig bist, twitch.tv/Kalle. Jeden Tag. Wir werden jetzt Daily Streamer. Wir werden jeden Tag auf Twitch live gehen. Und zwar um 14 Uhr geht der Stream live. Und dann wird Content produziert. Entweder nur für den Stream, exklusive Talks, Gameplay, Reactions werden wir machen. Wir werden den Zweitkanal Kalle Zwoschinski richtig voll reacten. Weil ich gemerkt habe, das Gameplay, was wir da hochladen, das hat jetzt über die letzten Jahre nicht so gut funktioniert. Und deswegen werden wir da mal so einen kleinen Twist einbauen. Es wird natürlich auch da noch Let's Plays geben, die ein bisschen länger gehen. Horror ist natürlich auch ein großes Thema. Und hier auf diesem Kanal werden wir natürlich auch weiterhin den Content machen, den ihr so eigentlich gewohnt seid. Also wir werden einen Simulator machen. Ich mache mich mal wieder größer. Das ist zu groß. Das bedeutet, wir werden auch wieder in Simulatoren reingehen. Wir werden vielleicht auch mal live im Stream Bus-Simulator streamen. Ja, das haben wir auch tatsächlich schon vor kurzem erst gemacht im Dezember. Da haben wir sogar einige Simulatoren durchgespielt. Powerwash, House Flipper, Bus-Simulator. Das haben wir alles live im Stream gespielt und das ist dann sogar teilweise hier auf diesem Kanal gelandet. Gerade die Bus-Simulator-Sachen, Digga, die sind dann hier gelandet. Und deswegen müsst ihr euch eigentlich nicht groß umstellen. Das Schöne ist auch, dadurch, dass ich das Ganze mit dem Twitch-Kanal jetzt verbinden werde, werde ich das Ganze live produzieren, werde dann zu Alex sagen, Alex, Digga, schneid mal ein richtig nices Video, Digga. Wait a minute. Genauso wie dieses hier, Digga. Und dann geht das auf den YouTube-Kanal. Versteht ihr das? So werden wir es jetzt im Endeffekt machen. Das bedeutet, für euch ändert sich gar nicht so viel, außer dass ihr jeden Tag auf Twitch bitte vorbeischaut und euren Prime-Sub einmal abcheckt und den mir richtig schön in die Pocket steckt. Versteht ihr das? Und darauf trinke ich erstmal einen schönen Schluck Kaffee aus meiner Samsung-Tasse. Scheiße, ich glaube, das ist jetzt alles in meinem Kaffee. Von denen war ich mal gesponsert. Naja, und dazu kann ich eigentlich nur sagen, ich habe richtig Bock, mit euch live mit dem Chat zu interagieren. Ich liebe das, wenn ich in meinen Chat gucke und Leute schreiben was rein und ich kann sagen, yo, nice. Ich finde das einfach nice. Also es ist einfach jetzt gerade so mein Modus. Das werde ich jetzt dieses Jahr einfach so mal fahren und dann gucken wir mal. Das bedeutet aber auch natürlich, ich habe noch weitere Projekte, die so ein bisschen anstehen und die jetzt natürlich auch schon geplant waren. Punkte Musik. Ich möchte natürlich weiterhin Musik machen. Es ist auch weiterhin Musik in Arbeit. Wir wollten eigentlich letztes Jahr 3 Songs veröffentlichen. Hat nicht ganz geklappt. Wir sind aber gerade dran. Wird wahrscheinlich demnächst irgendwann was. Vielleicht 3 oder 4. Tage?
Wochen? Monate? Ja, vielleicht 5. Ich habe sogar schon eine Feature-Anfrage. Da muss ich noch ein Part schreiben, aufnehmen, Digga. Und das Ganze wird jetzt alles im Januar passieren. Und dementsprechend, ja, werden wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Das bedeutet, der Januar ist noch so ein bisschen mit ein paar Fragezeichen versehen, weil ich noch ein paar Drehs habe. Ich habe noch hier so eine Kalle und Gefahrfolge, die ich unbedingt machen wollte und die ich jetzt auch noch durchziehen werde, höchstwahrscheinlich. Und darüber hinaus werden wir noch eine kleine Reise haben, Ende des Monats, die mich ultra hyped. Da wird es auch ein Video zu geben. Und vielleicht sogar von vor Ort Livestreams, da bin ich ein paar Tage weg. Aber mehr dazu an einem anderen Punkt. Ja, für mich ist das aber trotzdem immer wichtig, so ein kleines Update zu geben. Ja, für euch vielleicht jetzt nicht das wichtigste Video, vielleicht für euch jetzt auch gar nicht super relevant. Ja, ist der Kalle jetzt live oder nicht? Ich würde mich übelst freuen, wenn ihr im Stream mal vorbeischaut. Wie gesagt, jeden Tag 14 Uhr. Es wird am Wochenende eher spontan gehalten, aber der Samstag soll eigentlich auch ein Streaming-Tag werden. Und wenn ich Sonntag zu Hause sitze, Junge, dann komm ich halt live. Also kommt da gerne mal vorbei. twitch.tv/Kalle. Wie ich schon sagte, wenn du traurig bist, dann kommst du in den Livestream. twitch.tv/Kalle. Wenn du happy bist, twitch.tv. Alex, du musst jetzt immer einblenden. Überall muss das stehen. twitch.tv/Kalle, damit die Leute das sich einprügeln. 14 Uhr. Ich freue mich auf euch. Ich habe richtig Bock. Es wird ein cooles Jahr, I guess. Wir sind jetzt seit genau 7 Jahren dabei. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, nach verschiedenen Stationen innerhalb dieses Influencer-Daseins jetzt die Vollzeit-Streamerei tatsächlich zu beginnen. I'm ready for this. Und I hope you are ready too. Achso, was zu Simulatoren und sowas angeht, da wird es bestimmt hier und da trotzdem mal wieder auch einen Kostümstream geben. Und kommenden Samstag, kennt vielleicht einige noch aus der Vergangenheit, ich komme jetzt gerade aus der Reha von einem 24-Stunden-Stream, bin basically von einer Stunde aufgewacht und sitze jetzt hier und nehme dieses Video auf. Hatte gestern 24-Stunden-Stream, das war insane, hat mega Bock gemacht, komplett gestört, was da eigentlich alles abgegangen ist. Und am Ende musste ich mich auch trotzdem da nochmal durchbeißen. Aber jetzt kommenden Samstag machen wir sogar einen Party-Stream. 20 Uhr, twitch.tv/Kalle. Upzappeln, dancen, Musik hören. Richtig geil, komm vorbei auf Twitch. Ich kann es nur immer wieder sagen. twitch.tv/Kalle. Sogar mein jüngeres Ich kann es euch nochmal gerne eintrichtern. Ey, komm mal bitte auf twitch.tv/Kalle. Also kommt vorbei, habt ein bisschen Spaß im Chat und wenn ihr es nicht schafft, dann schaut gerne die Highlights auf YouTube hier auf diesem Kanal oder auf Kalle Zwoschinski, da wo es dann auch längere Videos gibt und Reactions. Ich freue mich auf euch. Wir werden, glaube ich, viel Spaß haben dieses Jahr. Mehr gibt es auch dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Maschallah, ja. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht so der krasseste Dude, was so Planungen und sowas angeht. Das muss man auch vielleicht immer von meiner Seite eingestehen. Ich habe immer wieder einen neuen Ansatz. Ich habe immer wieder eine neue Vision. Und die Vision für dieses Jahr bedeutet auf jeden Fall Live-Content abusen, Prime-Subs farmen und richtig schön live sein, ja, für die Leute, im Homeoffice eh nichts zu tun haben oder vielleicht ihren Job nicht mögen und dann einfach mal live auf Twitch vorbeischauen wollen, also komm mal, oder in der Schule, Digga, also ihr findet ja immer einen Weg. Verbinde bitte mal euer Amazon-Konto mit eurem Twitch-Kanal, ja. Ansonsten habt ein schönes Dings hier, ne, Tag und Abend, Nacht, wann auch immer ihr den Bums hier guckt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wirklich mal im Live-Chat sehen. Und schreibt mir dann noch gerne mal in den Chat, wenn ihr dieses Video gesehen habt und euch dachtet, den Kalle, den hässlichen Vogel, den gucke ich mir jetzt mal live an. Bis dann, ne? Hau da rein, Tschüssikowski, Klick, Klack, Armener, Zickzack. Und ja, dann bis bald. Tschüss.